Hallo und herzlich willkommen zu American Truck Simulator mit dem Sascha. Hallo! Ja, wir dachten uns, wir spielen heute das New Mexico Update einmal an. Deswegen geht unsere Reise heute in Richtung New Mexico. Und deswegen auch im Singleplayer, weil das leider im Multiplayer noch nicht funktioniert. Richtig. Also vorher ging es auf jeden Fall nicht. Und dann haben wir uns gedacht, komm, packen wir uns. Wir sind, glaube ich, beide zufällig in San Francisco und dann gucken wir, dass wir da unsere Aufträge annehmen. Und ist auch schon ein bisschen her, seit ich hier unterwegs war. Ich bin ein bisschen weiter auf jeden Fall als Tommy. Ich habe hier schon ja ein bisschen gespielt, was ich ein bisschen eigenartig finde und ein bisschen schade, dass meine ganzen gefahrenen Strecken nicht mehr, dass mein Profil die nicht gespeichert hat. Weiß nicht, ob das irgendwie normal ist. Ich kann euch das gleich mal zeigen, wenn ich abgeholt habe. Ja, bei mir ist es so, Sascha, wie er schon sagte, er ist ein bisschen weiter als ich. Er hat direkt einen Tour nach Mexiko bekommen. Ich leider nicht. Wir werden bei mir ein bisschen stückeln. Ah, hier sieht man es auch gerade. Arizona ist für mich halt auch neu. Nevada, da habe ich vorher was Falsches erzählt. Arizona meinte ich, das kenne ich auch noch nicht. Ist das mit dazugekommen? Oder war das mal irgendwann zwischendurch? Ich glaube, das war zwischendurch. Also ich kenne auf jeden Fall Arizona deswegen. Ah, da bin ich mal gespannt. Da bin ich auch noch nicht durchgefahren. Jetzt zeige ich euch das mal ganz kurz. Ich weiß nicht, ob ihr das halt auch habt. Wenn ihr jetzt mal schaut. Also ich habe hier links natürlich einiges schon. Seht ihr, ich war in jeder Stadt einmal. Die sind alle bei mir gelb. Und hier seht ihr ja unten bei Arizona ist nichts. Und natürlich New Mexico auch nichts. Aber die Straßen zwischendrin, die sind alle nicht mehr gelb. Außer eine. Voll schade irgendwie. Aber naja. Okay. Da und der Noob-Spiegel darf natürlich nicht fehlen bei mir. Oh Gott, ich muss ja erstmal wieder mit dem LKW zurechtkommen. Der ist bei mir auch an, der Noob-Spiegel. Erstmal wieder ein bisschen reinkommen mit der ganzen Geschichte. Direkt megamäßig viel Verkehr hier. Ja, wir von unseren eigenen LKWs. Ja. Ich habe natürlich die schlechteste Blende von allen bei mir dran gebaut, sodass man voll wenig sieht. Von draußen her. Werde ich bei der nächsten Werkstatt mal irgendwie umbauen. Warum geht die so runter von oben, oder was? Ja, genau. Bei mir, ich sehe ungefähr ja, die Hälfte von der Windschutzscheibe. Mhm. Das ist voll verwirrt. Oh, ein Eiswagen! Ich möchte einen Eis haben! Ich muss in die andere Richtung. Erstmal wegen dem Eiswagen in die falsche Richtung fahren. Hallo Polizei. Was ich gespannt bin, was ich ja gesehen habe, wie das mit den mit der Polizei ist und mit diesen Unfällen und so weiter, das denke ich mal bezieht sich halt nur auf die Gegend dort unten. Ja. Freue ich mich ja schon ein bisschen drauf. Wie gesagt, das wird hier bei mir wird es auf jeden Fall ein bisschen gestückelt werden, aber ich dachte so, machen natürlich einen kompletten Auftrag. Naja, ganz gemütlich. Klar. Ich finde es mal interessant mit dem Verkehr, also mit den Dingen, mit dem Verkehr mal wieder unterwegs zu sein. Das ist bei mir schon echt lange her. Das wollte ich auch gerade sagen, das ist mega interessant mal wieder. Man sieht ja hier, was los ist. Also hier ist ja voll Haus, alles voll. Ja. Na komm, Chef drückt, ich muss hier durch. Aber jetzt gibt er Gas, das war doch jetzt Verarsche. Ich hab das ja kein Bulle gesehen hier hinter mir. Entschuldigung, Polizist. Ja, Bulle darfst du doch nicht sagen, das weißt du doch. Ja, aber da ist ein Bulle auf der Weide und so. Ah, ja gut. Ja, dann geht das natürlich wieder. Ich hab halt Angst gehabt, dass ein Bulle auf der Weide jetzt das gesehen hat, weißt du, wäre mir peinlich. Okay. Oh, jetzt muss er wahrscheinlich drücken hier berghoch, oder? Ja, das geht ja noch klar. Ich transportiere Autos auf meiner ersten Tour. Okay. Ich weiß gar nicht, was ich transportiere. Ich guck mal ganz kurz. Leergut, das ist immer gut. Deswegen bringt es auch sehr wenig Geld, aber es war mein einziger Auftrag, wo es mal komplett durchgeht, gemütlich. Und habe ja ein bisschen Geld zur Verfügung. Wie gesagt, ich habe ja anders wie Tommy schon ein bisschen mehr hier in dem Spiel verbracht, also Zeit verbracht. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das war auch mit Stream und allem möglichen. Genau, die Leute, die da früher bei meinen professionellen 480p-Streams dabei waren. Nicht mal 360, glaube ich. Die wissen, dass ich die Strecken gefahren bin hier. Das stimmt irgendwas nicht. Da hat mir irgendjemand hier die Farbe von den Straßen geklaut. Ganz unfair.
Ah, das waren echt noch Zeiten. 360p-Stream. Ich glaube, einmal haben wir ja einen 12-Stunden-Stream gemacht. Hm, aber das war ETS, glaube ich. Das war ETS, ja. Mhm, so ist es also. Ja, hallo, Chef drückt, ne? Also ich. Ja, du drückst also selber, ja. Ich drück los, selber. Schnell. Na, ich verstehe. Unser LKW ist ein bisschen dicker gerade geworden. Was meiner Meinung nach ein bisschen schöner aussieht. Warum bist du eingestiegen, oder was? Nee, ich hab den gerade mal geupgradet. Ich war bei einer Werkstatt. Hab gleich mal ein paar Upgrades draufgehauen. Und vorne diese Blende entfernt, wodurch wir mehr sehen. So, jetzt sind wir ja hier alleine auf der Straße. Können wir auch mal Fernlicht anmachen. Was bist du denn für ein Anti-Mate? Hallo? Oh Gott, diese Dupe ist ja süß. Gibt's die auch männlich? Mann, weißt du, lässt mich nicht raus. Was ist das für ein Kameradenschwein? Weißt du, der LKW-Fahrer hier, nur weil er einen Tank hinten drauf hat, denkt er, ist was Besseres. Oh je. Aber den werde ich schneiden beim Überholen. Oh, den kann ich, glaube ich, noch nicht überholen, oder? Wenn da was von vorne kommt. Und werde ich jetzt auch gleich machen. Los, Auto, schneller. Ja, ich bin genau kurz hinter dir. Also ich bin auch gleich in Barsdorf. Ah, nice. Coole Sache. Ich dachte so, ja, irgendwie, das, was du erzählst, so, liege ich leicht hinter dir. Barsdorf muss ich aber auch den Zwischenstopp machen, damit ich schlafen gehe. Ja, ja, Barsdorf muss ich abliefern und auch einmal schlafen. Damit wir wieder fit sind für die nächste Tour. So, geh mal rüber. Oh, hab ich irgendwas verpasst? Irgendwas habe ich gerade gekriegt. Dann fahren wir hoch. Oh, Krankenwagen. Krankenwagen? Ja, Krankenwagen, ja. Weil dann, wenn ich es in dem Moment nicht vergesse, ja, schneide ich euch was rein. Ich geh erstmal hier im Motel schlafen. Da ist ja gerade eins. Nehme ich dann mit, komm. Das sieht auch sauber aus. Und preistechnisch auch okay, oder? Ja, was machst du denn da? Wann habe ich denn Vorfahrt? Vorfahrt hier, ja, echt? Oh. Warum nicht? Ja, preistechnisch wird das auch gut sein. Weiß nicht, ob das für LKWs What the fuck? Oh. Weiß nicht, ob es für LKWs ausgelegt ist. Ja, ich habe hier gerade ein paar Probleme. Einfach auch hier reinfahren können. Natürlich nehme ich halt den engsten Weg wieder. Ah, hier perfekt. Ah, und der Morgen begrüßt. Vögel zwitschern. New Mexico wartet und Arizona wartet auch auf mich. Da bin ich sehr gespannt, da freue ich mich drauf. So. Naja, stehen wir noch fast perfekt. Koppel mal ab. Und dann ist Tour Nummer 1 zu Ende. Der erste Weg ist geschafft. Gute Arbeit, ja. Einen Schaden oder so dazu genommen. Oh, 1,7 sogar. Okay. Komme ich hier jemals raus, ist die Frage. Und dann suchen wir die nächste Tour bis New Mexico. Ja, Freunde, nach einer erholten Nacht hier auf dem Werkstattparkplatz machen wir uns auf den Weg. Unser neues Ziel ist jetzt Mexiko. Wir haben wieder früh am Morgen, ich habe lange geschlafen. Und ja, der Sascha ist ein bisschen vor uns, der hat ein bisschen Vorsprung. Ja, ich bin schon seit Ah, das ist aber nett, dass ihr mich reinlasst. Ah, das ist ja super von euch. Ah, vielen Dank, vielen, vielen Dank, dass du mich da auch noch reinlässt. Ah, das ist ja. Hast dich wieder durchgedrängt. Es hat keiner gesehen, was jetzt gerade passiert ist. Ich habe aber gebremst, aber es hat nicht mehr gereicht. Boah, da standen welche. Oh je. Gar nicht gut.
Ah, guck mal, da flitzt er vorbei hier. Kleine so. Mustang. Würde ich auch lieber fahren als mein LKW, obwohl, wenn ich eine coole Hupe hätte, wäre geil, aber... Ah, die Hupe, die muss ich nochmal ein bisschen upgraden. Ja, unsere nächste Tour geht nach Albuquerque. Wir gucken mal, wo unser Auflieger denn ist. Ah, da sehe ich ihn. Okay, sehr schön. Sieht man noch so ein bisschen. Irgendwo waren Cops. Hast du einen Strafzettel wenigstens bekommen dafür, dass du schon andere Fahrer ärgerst? Nicht dafür, komischerweise. Hm. Aber fürs zu schnelle Fahren. Wie gesagt, 60 kannst du fahren, ey, da macht keiner was. Aber drüber ist gefährlich. Deswegen fahre ich jetzt auch mal 60. So. Da haben wir angekoppelt. Dann würde ich sagen, geht's los. Was transportieren wir denn diesmal? Kalkstein. Und das erste Hindernis ist schon da. Ich komme nicht um die Kurve. Wow. Na. Okay, Kommando nochmal zurück. Kriegst das bestimmt hin. Irgendjemand glaubt an dich bestimmt. Denke ich auch mal. Jetzt erstmal hier ein bisschen gerade und jetzt ziehen wir hier so rum. Dann sollte das da rein theoretisch klappen, oder? Ja, ja. Sieht gut aus, ja. Das Hammer. Ah, ich freue mich schon auf den Multiplayer, muss ich zugeben. Wenn wir dann hier ein bisschen unterwegs sind, vielleicht mal wieder Karte aufdecken. Ich hoffe, dass meine Arbeiter mir nichts einfahren, muss ich zugeben. Machen sie ja nicht mehr. Ja, ich hoffe aber auch, da ich es lange nicht angerührt habe, dass meine Arbeiter nichts eingefahren haben, wenn ich nächstes Mal schlafen gehe. Ah, nee, ich war ja schlafen, ne? Ja. Müsste das ja rein, theoretisch. Du kannst ja immer sagen, was du hast. Ich habe 250.000, aber halt alles selbst erarbeitet. Das ist cool. Weil zu viel Geld wollte ich nicht haben. Das ärgert mich bei ETS dadurch, dass ich so viele Arbeiter hatte. Habe ich dann nie Geldprobleme. Und hier mit 240.000 so. Super. Muss wieder wegen gehen. Ja, ist gut. Kann ich das Ding auch irgendwie. Ah, es piepst. Also, wiegen muss ich zum Beispiel gar nicht. Ja, mit dem Geld hast du vollkommen recht. Aber ich sag mal so: 3 Millionen. Gut, kaufe ich mir ein paar Garagen von, upgrade ich die. Ein paar Fahrer und so weiter, dann ist das auch weg. Also, die kriegt man noch gut weg, die 3 Millionen. Ja. Kriegst alles Geld weg. So. Dann wiegen wir hier nochmal. Ja. So, wir gucken mal, was haben wir denn jetzt überhaupt für eine Streckenlänge? 687 Meilen, 11 Stunden und 54 Minuten. Wenn wir da ankommen, sollten wir noch rund 200 Tank ungefähr haben. Das bedeutet, wir müssten nicht mal mehr tanken. Und dann sind wir in New Mexico. Und hier ist Stau. Oh no. Ui. Oh, da habe ich ihn leicht angeditscht. Machst auch noch Unfälle, ne? Das ist halt, wenn man zu schnell fährt. Hab doch keinen ich Unfall bin nicht, gebaut. Nee, ich habe keinen Unfall gebaut, sondern hier vor mir ist ein Unfall und ich bin außerdem reingefahren. Polizei ist auch schon vor Ort. Wie regeln sie die Situation? Gar nicht. Okay. Ja, aber da vorne scheint sich was zu tun. PKW fährt nach hinten. LKW kann durch. Okay. Sieht ganz danach aus, als wenn sich der Stau jetzt gelöst hat. Natürlich blöd, dass ich auf die rechte Spur gefahren bin, weil links kommen jetzt alle durch. Machen wir ganz einfach, Freunde. Ach, scheiße. Okay, jetzt habe ich einen Unfall verursacht. Du kannst ja was. Ja, ich habe den minimal berührt. Den Schaden zahle ich, kein Problem. So, ein Glück hat das die Polizei nicht mitbekommen, sonst hätte ich wahrscheinlich noch meinen Führerschein abgeben können.
Ja, aber diesmal transportieren wir deutlich mehr, also ich komme noch nicht so richtig auf Tour. Wie ist es denn bei dir? Nö, passt. Also komm ganz gut auf Tour. Das Coole ist, dass gleich, ich habe mal geguckt, gleich beginnt für mich so Arizona. Ein bisschen neues Gelände. Ja. Wo ich halt auch noch gar nicht unterwegs war. Hey, der ist ewig nicht angerührt. Ich meinte, Arizona war eh kostenlos mal dabei. Ich weiß es gar nicht, oder ob das von Schaden mal mit drin war. Nee, das auf jeden Fall nicht. Weil sonst hätte ich ja dahin auch mal einen Auftrag gemacht. Aber das da ist ja gar keine. Es ist wie so eine Grenze einfach, so, wo es straight nach unten geht, wo ich schon war und wo ich eben noch nicht war. Deswegen. Bei Arizona müsste jetzt gleich ja auch mit einer Ortschaft, wo ich auch noch nicht war, beginnen. Ich finde das Entdecken halt immer ganz cool. Das mag ich bei ETS, obwohl bei ETS, bei 60% der Karte. Hier hatte ich ja auch ein bisschen was, das ist leider weg, aber gibt halt neuen Ansporn. Vielleicht kommt ja der Multiplayer zurück, dass halt auch ein paar Leute Multiplayer wieder spielen, so sagen wir mal 500, 600. Ich glaube, dann könnte man da schon wieder Spaß haben. Aber es sind halt momentan, glaube ich, immer unter 100 Leute Multiplayer, ein bisschen schade halt ist. Ja, richtig. Und ja, vielleicht kann man dann auch irgendwann mal wieder einen Konvoi veranstalten. Ja, das kann man ja eh so machen. Da braucht man jetzt nicht unbedingt 500 Spieler Multiplayer. Nee, ich meine bloß, vielleicht kann man das ja irgendwann mal wieder machen. Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt müssen wir doch gleich in Mexiko sein. Weit kann es ja nicht mehr sein. Oh, wird man, denke ich, mal merken. Aber ne, es ist schon auf jeden Fall ausgeschildert. Hier fahren wir nochmal runter und gehen nochmal tanken. Ja, ich komme nach Mexiko, glaube ich. Ne, doch nicht. Ist nur eine Brückenüberfahrt. Müssen wir ja eigentlich wegen der Grenze irgendwie mitbekommen. So, müssen wir auch durchfahren. Das wird wieder ein teurer Spaß, hier zu tanken. Boah, wie cool das hier aussieht mit diesen Bergen und allem. Boah, herrlich, hoch. $404, ey. 2 Millionen auf jeden Fall schmerzhaft. Das ist schon schmerzhaft. Kann man ja nicht anders sagen. Oh, da sind die Cops. Hätte doch direkt gesehen. Was soll ich euch drauflassen? Nö, warum auch? Hab überlegt, aber nö. Oh, guck mal hier, willkommen to New Mexico. Ah, und erstmal darf ich wieder. Ah, oh, darf wieder wiegen. Ach, verdammt. Ja, anscheinend. Ich glaube, in jedem Bundesstaat musst du es irgendwie einmal machen. Da bist du doch ein ganz schönes Stückchen vor mir, ja. Ah, ich bin angekommen bei New Mexico. Ah, hier muss ich hin. Ist da ein Zoo? Was, ein Zoo? Oh, sieht aus wie ein Zoo, keine Ahnung. Guck mal, da drüben ein Zelt und so weiter. Ah, New Mexico. Auf zum Wiegen. Danke für die Info. Ich fahr ja schon zum Wiegen. Dummerweise auch wieder tanken gehen, was mich gerade ein bisschen ärgert. Ich war zum Glück vorher nochmal. Also gerade besser gesagt. Oje. So, Überprüfung. Vielen Dank, gute Fahrt. Bald müssen wir auch schon wieder schlafen. Und zwar in 5 Stunden müssen wir schlafen. Das sieht auf jeden Fall nett aus. Kann man nichts gegen sagen. Endlich mal wieder ein bisschen eine Erweiterung für ATS, was ich ganz cool finde auf jeden Fall. So. Galopp bin ich gerade. Da bin ich auch durch. Da wirst du gleich sehen, was ich meine. So, also das, du siehst die Unterschiede auf jeden Fall, finde ich. Die haben auf jeden Fall schon mal einen Zaun auf der linken Seite.
So, hier müssen wir dann rechts runter. Dann direkt nochmal rechts. Ah, die Auffahrten sind aber mega geil und Abfahrten. Der Sascha sagt gar nichts mehr. Wahrscheinlich schon wieder alles kaputt gemacht. Nee, nee. Ist hier schon wieder ein Unfall? Scheint so, als wenn hier schon wieder ein Unfall ist. So, gucken wir mal, wo müssen wir denn jetzt rein? Oh, 24/7 offen. Hört sich nicht schlecht an. Das kann man da gleich mal bestellen. Hier müssen wir runter und dann direkt links. Oje, oje. Oh. Muss jetzt hier mal schauen, wie ich einparke. Ja. Nämlich jetzt irgendwie wieder hier, wo ich reingekommen bin, muss ich wieder vorfahren. Weil es ist Einbahnstraße, ne, One-Way und so. Wirst es mir verzeihen, wenn ich hier mal Straße hier mit benutze, bei euch da hineinzuparken. Man kann das auch anders machen. Ist ja gar kein Problem, hier ist ja gar keiner. Ja, ich bin jetzt auch gleich bei meiner Ablieferstation. Mal gucken, wie meiner aussieht. Ich muss bei dem Print abliefern. Weiß ich gar nicht mehr, welchen ich abliefern. Eine ganz, ganz große Firma auf jeden Fall. Bei Print musst du abliefern. Ich guck gleich mal, wo ich abliefern muss. Blueprint oder so heißt es. Wirst du sehen auf jeden Fall. Okay, ja, musstest du direkt in Albuquerque oder musstest du auch außerhalb? Ich glaube, es ist auch ein bisschen außerhalb. Bei mir nämlich auch. Okay, das sieht schon mal aus wie eine große Fabrik. Mhm. Ja, ja, da bist du dort auch, ja. Ja. Also ich glaube auf jeden Fall. Ah, guck mal, perfekt. Das hat richtig was gebracht, krass. Ich bin jetzt Level 17. Ausgezeichnet natürlich, man kennt's nicht anders. Nee, Coasting Mine oder so. Bin ich. Ah, okay. Dann machen wir mal. Das ist aber auch eine große Fabrik. So, ich habe abgeliefert auf jeden Fall. Okay, ich bin dabei. Na, schön war es. Nein, ich nicht. Direkt. Tschüss, das Schild war ich nicht. Bibi. Ach ja, du hast ja das Schild demoliert. Ja, aber nicht. Boah, ist das so eine Pornokarre? Die ist sexy, ey. Dann pass auf, wenn sie dir eine Rechnung schicken dafür. Für etwas, was du nicht demoliert hast, ja. Ja, ist aber schön hier mit den. Da reden überall die Leute so ein bisschen. Das ist so die Einkaufsstraße. Ist auf jeden Fall schick gemacht. Müde bin ich auch wieder. Ah, war eine harte Fahrt, ne? Dann stellen wir es jetzt mal gerade hin dazu. So. Dann parken wir da noch ein. Ein gutes letztes Mal hier. Gutes letztes Mal, wie schnell wir einfach nach vorne gerollt sind. Dachte, hier geht's weiter, muss ich zugeben. Nee, dann meint es nicht so. Will ich mich halt hier drauf ab. So, Freunde. Absatteln und dann haben wir den Auftrag auch geschafft. Dann sind wir durch. Aha. Sollten wir noch hinkriegen, Level 11, genau.
jeden Fall Fernfahrten. Ja, Freunde. Dann würde ich sagen, danke ich mich fürs Zusehen. Sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, mach's gut und ciao. Tschüss.